Rulat, o Rulat, ich erblicke deine zeitlose Anmut, die stumme Erhabenheit deiner grauen Granitblöcke, die keine Worte benötigt, um die Macht Globomons zu bezeugen. Braucht es mehr, um zu erkennen, wie wir von falschen Göttern und ihren lügenden Priestern getäuscht wurden? Aus den Lebenserinnerungen des Globomong-Priesters Vatache und Kachapsutan. Und so steht ihr an Deck eurer Aviander und blickt auf die tiefstehende Sonne. Um euch herum spritzt die Gischt, der Wind schneidet kalt und das Wasser gefriert teilweise auf den Deckplanken. Einige Bootsjungen versuchen noch das ganze Eis wegzukratzen, damit die umherwirbelnden Passagiere und auch natürlich eure Seeleute darauf nicht ausrutschen. Und auf der linken und rechten Seite könnt ihr die antreibenden Rufen der Sklavenpeitsche der Alanfana hören, wie sie dann auf den Triremen umhermarschieren, die euch von dem Patriarchen zur Verfügung gestellt worden sind. Und so segelt ihr in Richtung Norden. Ja, einen halben Tag seid ihr schon unterwegs gewesen, nachdem ihr aus Janka aufgebrochen seid. Und der Wind ist tatsächlich berstend, schneidend. Je weiter ihr nach Norden kommt, desto mehr verlasst ihr die schützenden Gefilde Araniens mit seinen milden Klimata und so immer weiter in Richtung Tobrien. Naja, wunderbar, das wird dir ja saukalt. Abel, mir stell dich doch mal ein Stück vor mich, du kannst den Wind ganz gut abfangen. Ist das euer Ernst? Ja, ich denke. Ich soll für euch den Wind abhalten? Ich bin kaum die Hälfte von euch. Warum machen wir diese Plauderei eigentlich auf Deck und nicht in der warmen Kapitänskajüte? Er denkt dabei einen sehr guten Punkt an, Abelmir. Wenn wir uns vielleicht ein wenig Zeit nehmen könnten, nicht jetzt, aber in der Zukunft, und uns mal mit den Aufzeichnungen, die der gute Arachno uns übergeben hat, auseinandersetzen, könnten wir zusammen vielleicht darauf kommen, wie wir den Wind abhalten können. Während ihr hinten auf dem Achterkastell steht, könnt ihr sehen, wie die schweren Stiefel von Havulgard sich einmal quietschend nähern und sie dann vor euch steht, euch zunickt. Was waffen ihr mit euch? Das wohl. Und damit reicht sie einmal zu Lamin ein Fernrohr. Danke sehr. Wir kommen gut voran, nicht wahr? Und ich schaue durch das Fernrohr. Das ist so. Schaut einmal in Richtung Süd-Südwest. Dort könnt ihr noch weitere 5 Schiffe erkennen. Arania, die sich uns anschließen. Zumindest sieht es so aus, als ob sie sich dem Konvoi anschließen wollen, das wohl. Dass es so scheint, ist vielleicht ein wenig vage. Ich denke, wir sollten auf sie warten und in Erfahrung bringen, was sie wollen. Dann ob sie uns tatsächlich nach Rulat begleiten wollen oder ob sie möglicherweise eine wichtige Nachricht bringen. Dann lasse ich Flaggen signalisieren, nehmen wir den Wind aus den Segeln und besprechen uns mit den Alanfanern und dann später, sie werden sicherlich eine Stunde brauchen, mit den Araniern. Das wohl? Wie lange werden sie brauchen, um zu uns aufzuschließen? Eine Stunde. Gut, dann behaltet unsere Richtung bei, aber segelt langsam. Bis dann wird es etwas länger dauern, aber mir ist wohler dabei, wenn wir die Richtung beibehalten. Das wohl. Halbes Segel! Halbes Segel! Es ist sowieso geplant, Kapitana, dass wir uns in einigen Stunden von unseren Gleitschiffen trennen. Zumindest ändert sich unser Kurs, wenn die vor... Wer ist die verdammte Insel nochmal? Tisal. Die Insel vor Rulal. Genau, in der Bucht vor Tisal halten sollen. Gut, dann wird das ein guter Augenblick sein, um uns mit allen Kapitänen zu besprechen, um einen gemeinsamen Plan zu haben. Bis Tisal werden wir sowohl laut den Aussagen von Kapok noch einen Tag brauchen. 30 Stunden, sagt er. Können wir nicht langsam mal unter Deck gehen? Oder müssen wir hier oben in der Kälte rumstehen? Na, das ist ja doch gar nichts. Serpentidio hört einen Moment lang auf, aber mir zuzutexten. Ich habe mir sagen lassen von diversen Schiffsleuten, dass das wohl abhärten soll gegen die Nordluft. Vielleicht sollten wir uns daran halten, hm? Und das Einzige, was kommt, ist auf einer roten Nase und so, eine laufende Nase.
Ich kann das aus eigener Erfahrung auch nicht unbedingt bestätigen, aber es gibt keinen Grund, warum ihr euch unbedingt an Deck aufhalten müsst. Wenn ihr natürlich nicht hinreichend fähig seid, Adept Abelmir, kann ich euch gerne aus eigener Hand einen Manifesto zur Verfügung stellen. Wozu soll der dienen? Um euch zu wärmen. Nun, das tut ein warmes Zimmer ebenfalls, ein guter Grog. Ja, ich vergaß, dass ihr weltlicher seid als ich. Lasst euch von mir nicht aufhalten, ich werde wohl die Unterhaltung mit der Kapitania fortführen, ne? Nun gut, Kapitania, wenn ihr mich entschuldigen wollt? Ihr seid entschuldigt. Ich muss unser Deck stapfen in meine Kajüte. Ja, während du dann nach unten stiefelst, könnt ihr dann wohl auch noch Kapok hören, wie er sich dort mit seinen lauten Mann unterhält und gerade wohl auf eine Inselkette irgendwo vor euch deutet, die dort im Horizont zu erkennen ist. Kibrum und Ulrong, Mann. Ja, also ich bin ganz ehrlich, mein Interesse an der lokalen Serpentier-Geografie, ist das richtig? Ja, falls ihr das meint. Ja, ist mir scheißegal, wie das hier heißt, Kapok. Die Zwerge haben Tunnel gebaut, Mann. Zumindest sagt man so, Mann. Von Insel zum Festland, Mann. Das klingt nach ihnen. Alles, um bloß nicht auf ein Schiff gehen zu müssen. Aber sie haben ein Schiff in Janka, Mann. Eins aussieht wie... wie heiliges Tier. Die Schildkröte, Mann. Das ist wahr. Und Boltax ist immerhin auch bei uns. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber das ist richtig, Mann. Und seine kleine Freundin. Ich verstehe diese seltsamen Triebe, die der Schiffbau an manchen Stellen treibt, wahrhaftig nicht. Ich meine... Ich kann verstehen, was den horasischen Schiffbau antreibt. Schließlich haben sie keine Verfügbarkeit an billigen Ruderkräften. Aber so Dinge wie... Nun, ihr habt es ja gesagt, ihr gestikuliert ein wenig mit der Hand in Kapoks Richtung. Was Kapok? Ja doch, war Kapok. Schildkrötenförmige Schiffe erscheinen mir wie eine große Verschwendung von Handwerkskunst, wenn man noch etwas Nützlicheres damit machen könnte. Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Schiffsbauer, Mann. Ich bin nur Kartograf. Nun, ich auch nicht. Ich bin mir sicher, es gibt einen Grund. Auch wenn ihr vermutlich damit zusammenhängt, dass sie sich nicht der Möglichkeiten bewusst sind. Nun gut. Kapitania, wenn ihr einen Moment hättet. Aber gewiss. Setzt mich doch vielleicht noch einmal ins Bilde. Was genau haben wir vor, sobald wir in Thisal ankommen? Nun, in Thisal haben wir weiter nichts vor. Wir werden dort die beiden Galeeren zurücklassen und mit der Avianda weiter in Richtung Südwall segeln. Es soll dort wohl einmal eine elfische Ansiedlung oder etwas dergleichen gegeben haben. Und die Harfe, von der sie guckt mal nach oben in die Segel, ob Mendarion da noch ist, von der Elf sprach. Er winkt von oben fröhlich und spielt dann weiter auf seiner Flöte. Soll sich dort befunden haben. Nun, ich bin der Letzte, der euch anraten möchte, den Gerüchten vergessener Artefakte nicht nachzujagen. Schließlich könnte es immer irgendetwas sein. Wie würde es der militärische Verstand ausdrücken? Scharmützel verwickelt werden? Das könnte passieren, aber die Avianda ist relativ kampfstark und sollte es tatsächlich nur ein kleines Scharmützel sein, denke ich, wäre es der Übung für unsere Mannschaft eher zuträglich. Es beruhigt mich, dass ihr scheinbar sehr ruhig an die Sache herangeht. Was das betrifft, Kapitana, ich weiß nicht, ob es besonders klug ist, dass wir mit der Avianda dort auflaufen. Das ist ein sehr bekanntes Schiff an dieser Küste. Wenn Haligan mitbekommt, dass sich die Avianda kurz vor Rulat befindet, könnte er eine Flottille lossenden. Oder eine Dämonenarche. Vielleicht ist es besser, mit einem der Schiffe des Patriarchen in Südwall anzukommen. Oder vielleicht einer der Schiffe der Arania, die aufholen. Ein berechtigter Einwand. So könnten wir die Avianda mit den anderen Schiffen vor Thisal lassen. Es ist ein sehr geschützlastiges, ein sehr schwer bewaffnetes Schiff.
Lass uns noch einmal darüber sprechen, sobald wir wissen, was die Aranier von uns wollen. Also ich finde, mit den anderen Fahnen wäre doch, also da könnte man doch mal aufs Schiff. Das hat doch alles bestimmt schön. Oder kein guter Vorschlag. Ich weiß nicht, es missfällt mir ein wenig, die Aviander schon wieder zurückzulassen. Aber ich sehe die Weisheit von Diamantes Worten, dass wir mit einer der alanfanischen Galeeren wohl weniger auffallen würden. Naja, wenn wir überhaupt nicht auffallen wollen, könnten wir mit denen mitfahren. Und der zeigt mal in die Richtung, wo die anderen Schiffe waren. Ich denke, das werden irgendwelche Händler sein. Oder was wir auch einmal in Erwägung gezogen haben, ist einfach nicht mit der Aviander in Südwall einzulaufen, sondern in einer einsamen Bucht zu ankern und uns von Land her zu nähern. Prinzipiell natürlich eine Idee, Kapitania. Ich weise allerdings darauf hin, dass wir, selbst wären wir gewillt, etwaige Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sobald wir uns der Insel nähern, absolut schutzlos einer Entdeckung durch einen Spähdämon ausgesetzt sind. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie eine solche Information sich dann verbreiten würde. Nichtsdestotrotz, sobald wir dieses Gewässer durchqueren, werden wir entdeckt werden, früher oder später. Zumindest mit diesem auffälligen. Er schaut hoch in die Segel, in riesige Flächen an. Aus welchen Fasern macht man Segeltuch eigentlich? Weißt du das eine? Leinen. Okay, riesige Flächen an Leinen. Die Aviander ist ein riesiges Schiff, weil man auf dieser Seite der Küste basically gar nicht sieht. Oder eine solche exotische Konstruktion wie den Galeeren. Egal, ob wir weit weg in einer Bucht einlaufen oder nicht. Nichtsdestotrotz kann es euch natürlich lokal einen Vorteil verschaffen, denn wie ich bereits sagte, solche Informationen müssen sich erst einmal verbreiten und nach allen Berichten, die ich aber mir zur Verfügung gestellt hat, ist das Kommunikationsnetzwerk der Erben des Bauwerks reichlich abgenutzt über die letzten 10 Jahre, wenigstens so lange wollte ich. Nun, es ist die Frage, wer zum jetzigen Zeitpunkt noch ausspäht. Sie scheinen auf das Ritual konzentriert zu sein, aber Sie werden deswegen sicherlich nicht alle Vorsicht fahren lassen. Nur nach allem, was ich höre, ist der... Im rattert es gerade, weil ihm scheint jetzt gerade erst einzufallen, dass Galotta tot ist. Wer auch immer jetzt im sogenannten Dämonenkaiserreich die Zügel in der Hand hat, im Besitz einer sehr großen Menge sehr leicht kontrollierbarer Betongis. Wir sollten also in diesen Gefilden nicht darauf setzen, nicht beobachtet zu werden. Wie ich bereits sagte, ich kann euch kein probates Gegenmittel anbieten, nur die Gewissheit, dass es vermutlich so ist und die entsprechende Planung darauf einzustellen. Ne? Nun, unter diesen Bedingungen wäre es sinnlos, die Aviander zurückzulassen und wir würden nur auf Kampfkraft verzichten. Oder, sagt ein pragmatischer Verstand, es könnte sein, dass der Ventilio aus von Berufswegen zu sehr mit Dämonen denkt oder in Wahrheit gar keine da sind. Auch das ist möglich. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also die Insel heißt Rulat, richtig? Ja, die große. Oh, ja, und das Gefängnis, in das wir wollen, wie heißt das? Ich meine, die nächste Ortschaft hieße Port Rulat und das Gefängnis sei in der Nähe oder im Ort. Ah. Okay, feste Perlstein, wenn ich richtig informiert bin. Sicherlich 1 Kilometer weiter im Inneren gelegen auf einem kleinen Hügel. Das wohl. Wisst ihr auch wo? Weil im Norden waren die Schiffe, richtig? Das ist richtig. Bei Svafnir. Aber die Insel ist zwar nicht sehr groß, es dauert wohl aber schon einige Stunden, um sie zu durchlaufen. Es ist also nur grob außerhalb über eine Straße nach Norden vermutlich. Zumindest sind das die wenigen Berichte, die ich bekommen habe. Mehr wird man uns in Südwald sagen können. Ja, ich habe nur gerade überlegt, weil wenn wir da nicht mit einem schnellen Schiff auftauchen, bis wir da hingelaufen sind, da eingebrochen sind, wenn die das merken, dann haben wir bestimmt eine Dämonenarche am Arsch.
Wenn die Dämonenaugen sich zu dem Zeitpunkt schon aus dem Ritual lösen können, das ist einer der Gründe, warum wir so überstürzt aufgebrochen sind. Solange sie dort gebunden sind, sind sie für uns keine Gefahr. Aber in dem Moment, wo das Ritual abgeschlossen ist, nun, dann wollen wir idealerweise nicht mehr hier sein. Nun, andererseits, Ravi hat einen sehr hervorragenden Punkt, was das angeht. Wenn wir eine hinreichende Bucht finden und präparieren können, könnten wir mit dem Avianda als großen, fetten und leicht einzukassierenden Preis eine Falle für eine Dämonenarche aufstellen. Ihr lockt sie in die Bucht, ihr legt sie lahm und von dort aus habt ihr vom Land aus nur eine kurze Strecke, die ihr überwinden müsst, bis ihr an Bord seid. Nicht, dass ich unbedingt empfehlen würde, jemanden wie mich auf eine solche Expedition mitzunehmen, aber ich stehe euch gern, der ist der zweiten Reihe zur Verfügung, was meine vollen Kräfte angeht. Ja, macht euch keine Sorgen, ich nehme dich mit ganz nach vorne. Ach, brauchst nichts sagen, alles gut. Manchmal sind sie so schüchtern, die Magier, dass sie gar nicht in die erste Reihe wollen. Dabei weiß ich doch, dass ihnen das Spaß macht. Ja, nicht? Du solltest mal Abel mir sehen, wenn ich ihn mit nach ganz vorne zu den Dämonen schleife. Dieses Lächeln, das ist einzigartig. Ja, kein Problem, Serpentilio. Wir nehmen dich schon mit. Vergessen mich nicht. Aber ich finde so eine Idee nicht so schlecht, ganz ehrlich. Ich kann nur nicht so gut Also ich weiß nicht, wie stark eine Dämonenarche ist, ich bin ganz ehrlich. Naja, aber wir haben 3 Schiffe und mit den weiteren 5, die sich dort hinten nähern, falls sie uns denn begleiten, haben wir eine Übermacht. Vor allem, ich wage an dieser Stelle einmal charakteristischerweise nicht anzuzweifeln, was man mir gesagt hat, vor allem das teilweise aus der Hand von Abelmir hier selbst stimmt, der ja zumindest Talent dafür hat, hinreichend präzise Aufzeichnungen zu führen, ist dieses Horn, das man euch übergeben hat, wohl in der Lage, in einem hinreichenden Zeitraum die Dämonenarchen so lahm zu legen, dass ihre Seekampfkraft im Grunde gegen Null geht. Abzüglich aller nicht dämonisch verbundenen Geschütze und Mannschaftselemente auf dem oben auf dem Deck, genau. Nun, wir sollten auf jeden Fall einen Plan haben für den Fall, dass wir von einer Dämonenarche verfolgt werden. Und mir gefällt der Gedanke, aus der Not eine Tugend zu machen und selbst diejenigen zu sein, die ihnen eine Falle stellen. Magister Abelmir war der Einzige, der bisher an Bord eines solchen Unwesens war, korrekt? Ja, kann den nicht mal jemand holen. Der muss ja der Mann halt mal ein bisschen frieren. Hier, du da, Schiffsjunge, jetzt komm ran hier. Ja, nicht umbringen. Warum sagen die das immer? Sagen die das zu euch auch? Ich hoffe. Hol mal Abelmir. Sag ihm mal, ich brauche ihn hier oben. Ja. Er soll sie nicht so anstellen. Ja, ich laufe. Die sagen das zu euch auch, oder? Oder sagen die das nur zu mir? Ja, das sagen sie zu uns auch. Oh, das ist ja sehr beruhigend. Erst haben die nur bei Abelmir angefangen, aber irgendwie erlauben sie sich einen Spaß daraus. Ich glaube nicht, dass das ein Spaß ist. Der Junge wirkte aufrichtig verängstigt. Meister Abelmir. Was ist denn los? Meister Rafim möchte euch sehen. Oben, jetzt bitte. Ich komme. Verdammt. Ja, ich klappe die Lektüre zusammen, die ich gerade studiert habe, und begebe mich wieder ans Oberdeck. Na, no, da ist er ja. Abelmir, komm mal ran, wir brauchen dein. Ja, dein Fachwissen, ah, ich lerne immer schöne neue Wörter. Ja, könnt ihr etwas schneller sprechen, das ist kalt hier oben. Ja, stell dich nicht so an. Abelmir, wir werden eine Dämonenarche stören. Du in Serpentio, Was wollt ihr tun? Ja, lass mich doch erstmal ausführen. Du in Serpentio in der vordersten Reihe. Glaubst du, das schaffen wir? Nein. Ich dachte, ihr seid ausgebildeter Kampfmagier, Abelmir. Wo ist euer Ehrgefühl für die Schule hin? Mich hat mein Verstand in der letzten Zeit nicht verlassen, wegen zu manchen anderen. Dann sagt mir eine Zahl, die ihr berechnen könnt. Wie viele Schiffe braucht man, um gegen eine, Dämonenarche zu kämpfen? Nun, wenn wir 20 deutsche Schiffe hätten wie die Avianda, dann sehe ich eine Chance. 20. Aus euren eigenen Aufzeichnungen hervor, Abelmir, geht hervor, dass die Dämonenarche Gezeitenspinne mit einem Maß von 60 Schritt in der Länge und 40 in der Breite rein zu Fuß erstürmt wurde.
Nun ja, da hatten wir ein Hilfsmittel, dieses Horn von Effert. Wollt ihr das auch nun einsetzen? Wisst ihr, ob es funktioniert? Ein zweites Mal? Ein drittes Mal? Ja, ich habe zwar wirklich nichts gegen die Kälte, aber wenn wir jetzt anfangen, über Waffen, geheime Waffen, die wir hier auf dem Schiff haben, zu reden, dann sollten wir vielleicht wirklich reingehen. Ich dachte, deswegen stehen wir ja relativ isoliert auf Machterdeck. Gleich hier ist Kapok und probably der Steuermann. Ja, trotzdem, Mendarion hat alles. Ja, okay, aber Mendarion hat doch alles unter Deck. Da kannst du dich in die Bilge ins Wasser legen, der hört dich noch. Nun, meine Herren, wie gedenkt ihr denn, diese Arche anzulocken? Und Damen. Aber gut, gehen wir rein. Ja, Abel mir zuliebe. Hier gibt es im Augenblick sowieso nicht viel zu sehen. Und die, es wird noch dauern, bis uns die aranischen Schiffe erreichen. Ja, also aber mir die Strategie, der Magier sollte zuerst reingehen, die ist so halt bekannt, also ist es eine gute Idee. Aber ja, gehen wir erstmal rein, damit du nicht frierst. Ja, und ein Wein wäre auch nicht schlecht. Gegen die Kälte, versteht sich. Ja, du trinkst in letzter Zeit ganz schön viel, aber mir geht's dir gut. Ja, ich musste die Zeit mit euch verbringen, statt mit wertvoller Studium. Ja, ich nehme das mal als Kompliment auf, als dass es sicherlich nicht gemeint war. Ja, das könnt ihr gerne. Nun, da wir jetzt... Also, Abelmir, unsere Ausgangssituation war, dass es wohl nicht unrealistisch ist, dass wir uns in einer Situation wiederfinden könnten, wo wir von einer Dämonenarche verfolgt werden. Insofern war das Anlocken nicht unsere erste Sorge. Also spielt ihr eine Option durch, eine Möglichkeit... Ja. Nun ja, wir hatten sowieso vor, letztendlich gegen mehrere von diesen Viechern zu kämpfen. Und ja, dabei hoffen wir auch auf vermehrt Verbündete, aber eine Übermacht von 20 zu 1, um eine, nun ja, Dämonenarche von 60 Schritt zu besiegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir so viele Schiffe und so viele Kapitäne zusammenbekommen. Die das Einschätzung des guten Adepten beruht auf der Annahme, dass wir er lächelt gönnerhaft. Sicher doch. Eure Arbeit ist wo anhängig? Nun ja, ich habe sie ausgelegt bei Inoham, wie wir es eingelesen haben. Genau. Was ich meinte ist, jedenfalls, basiert auf der Annahme, dass wir nicht in der Lage sind, mittels des... mir unbekannten, aber aus mehreren Quellen als effektiv beschriebenen Artefaktes, die Dämonenarche ihrer Manövrierfähigkeit und ihres magischen Potenzials für eine gewisse Zeit zu berauben. Die stimmt wohl. Nichtsdestotrotz reden wir über eine Möglichkeit, eine Possibilität zu sagen. Nun, ihr habt doch selber die Avianda als sehr prachtvolles und nennen wir es kampfkräftiges Schiff beschrieben, nicht wahr? Nun ja, selbst mit Avianna würde ich einen offenen Kampf mit einer Dämonenarche nicht wagen. Oh nein, das meine ich nicht. Nur worauf ich hinaus will, ist, dass ein solches Ziel für die herumziehenden Dämonenarchen wohl eine kaum zu widerstehende Köder sein mag. Das mag sein, wenn wir uns offen zeigen oder nun ja beobachtet werden. Wir müssen so schnell wie möglich in den Nahkampf. Solange wir mit Kanonen auf sie schießen, werden sie solche Schäden wieder reparieren können. Wir müssen in den Nahkampf, ohne uns dabei von ihnen fressen zu lassen. Also am Rande hochklettern oder aber durch den Bauch der Arche selbst vordringen. Und dann müssen wir halt irgendwie das Steuerzentrum lahmlegen. Wir haben bereits Kenntnis oder Erfahrung in der Lage eines solchen Nervenzentrums sammeln können. Unter Umständen, wir müssten uns mit Boltax beraten, aber es ist möglich, dass wir mithilfe elementaren Eises einen direkten Tunnel hineinbrennen und das Herz angreifen könnten. Dies würde allerdings eine große Menge an Kraft brauchen, vermutlich müssten wir da zusammenarbeiten. Lass mich dies zu einem anderen Zeitpunkt erörtern, macht weiter. Unser Benil fängt an zu schreiben und irgendwelche Matrix-Fragmente aufzuschreiben. Was ist aus unserem Plan geworden, Südwald zu erreichen? Und Hafax zu kontaktieren. Das ist unser Plan. Wir überlegen uns nur, wir werden nach Rulat fahren und wissen, dass sich dort so viele Dämonenarchen auf einem Punkt aufhalten wie nirgendwo. Wenn sie eine absetzen, dann müssen wir bereit sein. Und dann überlegen wir uns gerade. Wir haben nicht vor, uns auf eine Arche zu fokussieren. Wir überlegen uns den Fall, den Plan für einen Verteidigungsfall. Wenn die Berichte von dem Elfen stimmen, dann finden wir in Südwall die Harfe oder Fragmente davon und können sie gemeinsam mit dem Elfen wieder reaktivieren. Das wohl. Und dann
fahren wir nach Rulat und drehen ihn den Hahn zu. Und das wird sie vermutlich aufscheuchen. Weißwaffen hier. War nicht unser Plan, nach Port Rulat zu gelangen, in das Gefängnis und die Admirälin zu befreien? Ja, das auch. Das ist unser Plan. Nicht das auch, das ist unsere Priorität. Meinst du, wir begeben uns dieses verdammte Unheiligtum, während Dutzende Eichen sich da begeben? Hast du ein Rad ab? Nicht von Seeseite aus, sondern von Landseite aus. Nun, wenn wir das Artefakt erst einmal in unserem Besitz haben, werden wir auch eruieren können, was für eine Reichweite es hat. Ob wir uns tatsächlich in die Nähe begeben müssen.